Leute. Was ist denn los? Hey, mir fallen von auf der Sorgen die Haare aus. Und worüber machst du dir dann so schreckliche Sorgen? Dass ich eine Katze kriegen könnte. Ich glaube, jemand hat gerade gedrückt. Ich glaube schon. Dankeschön. Das ist ja supi. Ja. EA Sports. It's in the game. Und herzlich willkommen hier bei Let's Play FIFA 15 Hamburger Sportverein in einem Karrieremodus. Seid wieder willkommen hier zurück in der zweiten Saison. Und wir freuen uns auf eine neue Saison. Viel mehr wird jetzt passieren. Ich habe schon einiges ein bisschen vorbereitet und getun und gemacht. Und wir hatten ja wirklich dieses Ding. Okay, wir wollen jetzt das Team verjüngern, wir wollen schneller spielen, wir wollen, ja. Das Motto ist so ein bisschen neue Saison, neue Revolution, neuer HSV so ein bisschen für diese Saison. Neue Trikots, neuer Kader. Das Einzige, was vielleicht nicht neu ist, bin ich und ihr. Wenn ihr nochmal richtig Interesse habt, wie die letzte Saison gelaufen ist, aber nicht jedes Let's Play-Video gucken wollt, auch wenn das natürlich viel umfangreicher und viel mehr Spaß macht, könnt ihr jetzt ein Video zurückklicken, beziehungsweise hier zeige ich nochmal der Saisonrückblick, der wirklich schön geworden ist, meiner Meinung nach. Und ja, ich möchte auf jeden Fall erstmal den ein oder anderen danken, die nicht nur bei den Trikotwahlen mitgemacht haben, sondern ich möchte auch denen danken, die auch so ein bisschen gesagt haben, hey, scote mal doch diesen und scote doch mal den. Und erstmal möchte ich Lukas danken. Ich möchte jetzt nicht seinen Nachnamen sagen, ich weiß nicht, ob er das nämlich möchte. Der hat eine Liste mir gepostet, wo so ein bisschen gesagt wird, hey, der wird mal ein Großer und der wird mal ein Großer. Und ich habe diese alle mal hier reingemacht, noch nicht alle gescotet, aber einige sind hier schon drin und gescotet. Und falls es dich, lieber Lukas, interessieren sollte, einen habe ich sogar schon verpflichtet. Und zwar als Laie Januzaj von Liverpool, ein neuer LM, weil ich ja mit Ivo nicht mehr so gut arbeite, beziehungsweise Podolski auch nicht mehr der Stärkste hier ist. Ich habe es schon, ehrlich gesagt, zack die Bohne, ein bisschen hier vorausgespielt, weil ich ehrlich gesagt euch nicht damit jetzt nerven wollte mit 1000 E-Mails, Bestätigungen und so weiter. Und ich habe festgestellt, ich bin bei der Mannschaftsplanung etwas besser, wenn ich nicht dabei Let's Play mache, also nicht dabei rede, weil ich dann konzentrierter mich auf die richtigen Spieler achte. Seid mir also nicht böse deswegen, aber ich werde euch jetzt alles zeigen und wir werden auch noch einige Spieler holen oder zumindest zusammen daran arbeiten. Ja, erstmal habe ich so ein bisschen die Aufstellung für die nächste Saison schon ein bisschen hier eingestellt. Also noch keine Taktiken so, das machen wir alles zusammen. Aber hier schon mal, hier haben wir Junuzovic, der jetzt gekommen ist umsonst. Den haben wir jetzt hier drin. Und Sobic ist hier auch von der Laie zurück. Und ich habe jetzt Osterzolek jetzt mal LV gemacht, weil wir ja das Team einfach auch verjüngern wollen. Ich glaube, der Älteste ist jetzt hier wirklich Adler mit seinen Hoppala. Vergesse ich wieder, dass man nicht diesen Knopf drücken darf. Mit seinen 29 Jahren. Und dann kommt hier schon Holpi, glaube ich, mit seinen 27 Jahren. Oh, der ist ja jetzt 23. Hoppala, 26 Jahren der Müller. So, Zimmer hat sich jetzt auch nochmal eine Runde entwickelt, das freut mich auch. Und wir haben hier auch von Kaiserslautern Demir bei zurück, das habe ich auch total vergessen. Und wie gesagt, wir haben Januzaj hier. Und was ich vielleicht interessant finde für euch ist, er ist 19 Jahre alt, hat Stärke 75 und wenn der HSV erfolgreich dieses Jahr spielt, können wir ihn für 10 Millionen die Kaufoption ziehen. Und das wäre natürlich auch ein Oberhammer. So, dann haben wir unten, leider hat sich Rudnevs verletzt in den letzten Tagen, der wird eine Weile fehlen. Da haben wir hier Van der Vaart, ehrlich gesagt, versuche ich gerade zu verkaufen. Ich versuche eine
Tauschgeschäft mit Arsenal zu machen, irgendwie Wilshere zu kriegen, falls ihr den kennt. Dann haben wir noch ein bisschen einige Jugend hier. McClinchy will ich unbedingt loswerden, auch Bardelli oder wie er heißt, der ist ja auch nicht mehr offiziell beim HSV, der kostet noch 6 Millionen, den versuche ich auch noch ein bisschen loszuwerden. Dann haben wir noch hier den Beister und noch die anderen Jugendspieler, die hier schon immer dabei sind. Und den Kleber. So, das zuerst mal zu diesem Punkt, was ich jetzt bisher schon mal gemacht habe. Die Maus muss da mal weg. Achso, was vielleicht interessant ist, ihr seht es ja hier von meinen Tutorials, weil ihr kennt ja jetzt meine Let's Plays und ihr habt ja auch am meisten gefragt, hey, wie machst du die neuen Trikots rein? Hier, jetzt seht ihr das. Et voilà, so sehen die neuen Trikots jetzt hier auch im Spiel aus bei der Aufstellungsanzeige. Und ihr seht vielleicht auch beim Torwart, da habe ich das nämlich ein bisschen anders gemacht. Da habe ich nämlich eine Duplikation, eine Kopie gemacht im Creation Master, statt selber das anzulegen, und schaut man so eine komische Umrandung. Also, wenn ihr das mal wissen wollt, wie das funktioniert oder euch dafür interessiert, was ich da laber, klickt hier nochmal unten auf den Hinweis und guckt euch doch das Tutorial an, wenn es euch interessieren sollte. Dann gibt es noch eine Nachricht, die vielleicht den einen oder anderen vielleicht enttäuscht, aber vielleicht auch freuen wird. Ich fand es ein bisschen doch nervig in letzter Saison. Ich habe Österreich gekündigt und möchte mich eigentlich die Saison extrem einfach nur um den HSV kümmern. Die Videos, die beiden mit Österreich haben auch nicht so viele Klicks, deswegen habe ich das einfach mal gecancelt. So, wir haben ein bisschen Kohle gekriegt, das hat mich gefreut, 26 Millionen, das ist ganz schön. Versuche ich ehrlich gesagt gerade Max Meyer zu verpflichten, bin mir da noch nicht sicher, eigentlich könnte ich jetzt schon bestätigen, aber doch noch ein bisschen in Zweifel gekommen, und ich wollte auch noch den einen oder anderen mit euch suchen, und zwar hat nämlich auch noch das Brokodil, wenn ich das richtig ausspreche, noch ein paar Vorschläge gemacht zum Scouten, nämlich den Paulsen, den hatten wir schon mal letzte Saison drin, den Yusuf von Leipzig, und den wollen wir auch nochmal scouten, weil ich auch überlege, ein bisschen den Sturm umzubauen, und vielleicht können wir da auch noch was reißen, da Leipzig auch so schlecht war in der letzten Saison, wollen sie den ja vielleicht auch ausleihen erstmal. Dann wollen wir auch mal gucken, ob wir Drimmitsch vielleicht interessant finden, den können wir auch mal eine Runde scouten. So, jetzt will er hier wieder nicht switchen oder machen und tun, egal. Dann hat das Brokodil auch noch, hoppala, wenn, ja, mein Mikrofon fällt fast um, auch noch vorgeschlagen, da haut, wenn ich richtig bin, von Borussia Mönchengladbach. Und Ben Schopp, muss ich aber sagen, bin jetzt nicht so der Fan von dem. Ich kann ihn trotzdem ja mal scouten, ist auch schon 24 und er wird wahrscheinlich auch nur Stärke 69 oder sowas haben. Wird dann auch nicht mehr so ein großer Megastar. Und Finne. Bar Finne. Achso, was ich noch sagen wollte, von Lukas, die Liste mit diesen Riesentalenten, die meisten sind schon mit 20 bei Stärke 75, 80, die kann ich mir gar nicht leisten mit dem HSV. Die sind so extrem teuer, die wollen nicht ausgeliehen werden, weil sie schon Megastars sind. Und kaufen geht nicht. Ich habe keine 25 Millionen nur für einen Spieler. Da bin ich da ein bisschen pleite. So, dann haben andere von euch noch vorgeschlagen, ich sollte doch noch mal gucken, ob der Pitrich nicht nochmal bei uns gerne sein will. Mit 33 ist er genau das Gegenteil für das, was ich eigentlich will. Hat auch nur noch Stärke 70. Also da ist leider nichts mehr für uns. Ganz ehrlich. Dann Mbolo. Das könnte vielleicht was Interessantes für uns sein. Setzen wir mal auf die Wunschliste, weil wir können ihn nicht scouten aktuell. Und schön Böschler. Habe ich voll... Ach so, er kann keine Ös. Warum kann er keine Ös? Bin ich blöd? Nee, er will keine Ös. Schoen? Nee. Tja, dann geht der wohl nicht. Warum keine Ös gehen? Das ist ja wieder sowas von dumm. Und, ja, Transfersverhandlungen, da können wir kurz schauen. Den hier wollte ich unbedingt haben, der war auch auf der Liste von Lukas. Ferrati, gerade mal 21, habe ich jetzt gesagt, ja, 14 Millionen will ich zahlen, von der Fahrt dazu, weil den wollen wir nicht mehr behalten. Also, wenn wir nicht loswerden, dann will ich schon mit ihm spielen, aber ich wollte schon mal versuchen, loszuwerden. Aber die sind ja sowas von verrückt, PSG will ihn einfach nicht hergeben, und ich hätte ihn gerne gehabt, er hätte super ins System gepasst. Dann, Firmino könnten wir haben.
da war schon, eigentlich stand das schon fest. Die haben eine bestimmte Summe gesagt, die könnte ich machen und Van der Vaart hergeben. Aber ehrlich gesagt, für Minho ist ein Problem für mich, weil er kann nur OM und MS. Und ich suche unbedingt Spieler, die CM, DM und OM können, weil ich ein bisschen flexibel sein will in der nächsten Saison. Deswegen war ich jetzt auch noch so ein bisschen am Zweifeln, was Max Meyer angeht, weil er wartet jetzt auf ein Vertragsangebot. Aber er kann nur OM und CM, das ist schon nicht schlecht. Ich könnte ihm mal ein Angebot machen, auf jeden Fall. Dann liegen wir nicht falsch, wir können ja immer noch ablehnen. Weil er will auch gar nicht so viel Geld, das ist total praktisch. Und jetzt kann man 18 Stärke 75 und er würde meiner Meinung nach zum neuen Konzept echt gut passen. Genauso wie Wilshere, aber der ist einfach so teuer. Und jetzt habe ich gerade mal versucht, Jansen anzubieten, weil Arsenal Van der Vaart nicht will. Weil, gut, Jansen will ich eigentlich im Team behalten für vielleicht einen Ersatz für LV oder LM, aber ich will hier schon Ostertorlek jetzt ein bisschen versuchen, ans Team ranzuspielen, auch Zimmer und Sobic und so und einfach ein bisschen das Team jünger machen und fitter machen. Das reizt mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja, so, falls es euch interessieren sollte, ich habe noch eine Sache beim Creation Master geändert, und zwar, wenn ich jetzt hier auf andere Ligen gehe. Deutschland, seht ihr, jetzt sieht man es vielleicht nicht so gut. Freiburg hat endlich das richtige Logo und ich weiß einfach nicht, warum ihr nach 100 Millionen Updates nicht endlich mal das neue Logo reinmacht. Ich weiß nicht, ob hier Freiburger Fans mitgucken und sagen, ja, yo, Bro, Freiburg hat in Zukunft ein neues Wappen, aber ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, es ist einfach das falsche Wappen drin und ich weiß nicht, warum EA das nicht ändern will. Vielleicht haben sie die Lizenz nicht fürs Wappen gekriegt, keine Ahnung. Ich habe das jetzt mal geändert. Hier können wir es mal auf groß können wir es hier nicht sehen, weil wir sind ja auf dem, ja, genau, ne? Leider kann ich euch keine Informationen darüber geben, wer, Agüero wird verpflichtet für fast 70 Millionen von Real Madrid. Was ich sagen wollte, ist, ich kann leider nicht sagen, wer letzte Saison Champions League-Sieger oder Europa League-Sieger geworden ist, weil irgendwie ich kann es nicht einsehen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass Gladbach den deutschen Pokal, also den DFB-Pokal, geholt hat. Und unser erstes Testspiel ist gegen FC, ich glaube es ist richtig, FC Panama. Parma, genau. Und dann testen wir noch gegen Galgiriari, also ich weiß auch nicht, was wir jetzt mit den ganzen Italienern haben. Und ich glaube, das ist was Österreichisches oder sowas, ne? Ist das Solo? Nee, glaube nicht. Und dann geht's los, erster Spieltag gegen Aufsteiger Nürnberg, dann Hannover, dann Aufsteiger, der die Relegation hier Freiburg geschlagen hat, Kaiserslautern. Und dann kommen schon die Bayern. Dann kommt Gladbach, Frankfurt. Also es wird, wir könnten die ersten drei Spiele sollten wir gewinnen. Und dann gegen Bayern, dann schauen wir mal. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal nochmal auf die letzte Woche und dann auf das Parma-Spiel. Jetzt werden wir halt noch leider viele E-Mails checken müssen, weil ich habe einiges scouten lassen. Der ist nix, den können wir wegschmeißen. Dann Maximin. Nee, obwohl mit 17, Stärke 65 ist gar nicht so schlecht, aber der hat eine Position, mit der ich einfach nicht arbeiten kann. Und der wäre Stürmer. Okay. Nee, ist aber nix. Trigger so. Stärke 74, ich glaube, der ist auch von der Liste. Von Lukas. Oh, der kann ja einiges. Herrliches Bier. Den versuche ich jetzt mal noch zu holen. Ich sage ihm, da, den kannst, den, komm, einfach mal so ein Spielertausch. So, den würde ich gerne haben. Das ist ja mal richtig nice. Ich mag Spieler, die einfach variabel sind. Augusto, Stärke 71 mit 20, ist doch auch eigentlich in Ordnung, aber der ist verliehen, deswegen bringt das uns nichts. Und schon wieder leider, sagen sie, inakzeptabel. Und Max Meyer würde den Vertrag erlauben, aber eigentlich würde ich gerne Wilshere haben. Eigentlich wäre schon richtig praktisch. Mit Holpi, Juno Zuvic und Wilshere im defensiven Mittelfeld werden wir, glaube ich, nicht mehr so schnelle Probleme kriegen. Ich werde jetzt nochmal das Risiko eingehen, sage Van der Vaart. Und sage 17 Millionen, aber dann geht mir leider das Geld aus. Das geht leider nicht, weil sonst kann ich mir nicht mehr Max Meyer im Notfall leisten. Versuchen wir es mal. Im schlimmsten Fall wird halt Van der Vaart ein Ersatzspieler sein und wir haben ja dann genug. Wir haben ja auch Dämmer bei jetzt, das habe ich total vergessen. So, und
Nee, der ist nothing. Werka Turin. Wen ich auch gerne als Stürmer gehabt hätte, wäre dieser belgische Supertalent Origi, aber der ist leider auch noch ausgeliehen. Der hätte super in unser System gepasst. Leider aber geht das nicht. So, Transfersangebot für Trigoros ist inakzeptabel, weil sie sind keine Interesse. Weder sind wir interessiert an den von den angebotenen Spielern, noch halten wir die Höhe des Angebots. Ja, keiner will halt diese alten Säcke haben. So ist das. Wir können jetzt nochmal hier Ivo nehmen und sagen ihm, alle klar, 2 Mille geben wir dir mal noch. Laie mit Kaufoptionsentscheidung, genau, weil ich will diesen Ajan holen und die erlauben das. Ich leihe ihn jetzt erstmal umsonst und dann mit Kaufoption 500.000, weil der kann sich extrem gut entwickeln auf Stärke 80, wer den noch nicht kennt. Deswegen schnapp ich mir den jetzt und hab schon mal. Und der kann auch Erfall. So, du musst leider noch warten, Max Meyer, aber leider habe ich da auch nicht mehr so viel. Oh, Arsenal akzeptiert! Arsenal akzeptiert diese Wurst. Das ist schön. Leider wird aber wahrscheinlich es Probleme geben. Der wird bestimmt mehr Geld haben wollen. Das könnte jetzt als nächstes das Problem werden. Und das haben wir nicht mehr. Versuchen wir es mal. Ansonsten versuchen wir es mit Max Meyer. Ist auch ein klasse Fußballer, muss man auch mal sagen, ne? Sinan Kurt vom FC Bayern. Nee, ist nix. Aktuelles aus Spanien. Moha. Läuft der Vertrag aus. Aber leider unter 23-Jährige können wir nicht ablösefrei verpflichten. Das ist das Blöde. Castillejo. Muniz, den kennen wir doch. Okay, und wir sind jetzt beim ersten Testspiel. Dann lasst uns mal jetzt die neuen HSV einstellen. Ihr seht, Berami ist hier, Junuzovic, Müller. Berami haben wir noch, auch wenn ich eigentlich weniger mit ihm plane, weil er mir nicht so gut gefällt. Ja, ist ein bisschen blöd. Was ihr auch vielleicht bemerkt, es hat mir auch sehr geschmerzt, aber ich habe Arslan verkauft, war ein gutes Angebot, da habe ich ein bisschen Geld für gekriegt, obwohl Arslan ein Supermann im letzten Jahr war. Aber da ich einfach umbauen wollte, habe ich mich einfach dafür entschieden. So, wir haben auch einen recht extrem großen Kader, aber gibt es noch ein paar, die ich loswerden werde. McClinchy muss auf jeden Fall mal jetzt eine Flocke machen. Er kann gehen, auch wenn er auch gute Momente hatte. Und ja, ich würde schon fast sagen, wir bleiben so mit der Aufstellung und gucken mal, was wir dabei rauskitzeln können. Ich glaube, ja, DM kann der nämlich auch. Das ist nämlich das Krasse bei Ajan. Der ist ein richtig guter Typ für die Zukunft. Und wir haben ja auch noch gute Jugendspieler am Start. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal so spielen. So, jetzt gucken wir auf jeden Fall mit einem Stürmer. Das ist wieder so eine Sache, ne? Eigentlich mag ich es ja nicht mit einem Stürmer. So, Adler ist Kapitän, weil er der Älteste ist. Lasoga, bla, da können wir alles lassen. Anweisungen. Berami machen wir jetzt als Erstes. Du bleibst hinten defensiv. Hinten bleiben bei Angriffen, genau. Holtby, hinten bleiben, nein. Nach vorne orientieren, weil er ist ja schon ein ganz schöner Spielmacher vorne. Für Flanken in den Strafraum. An den Strafraumrand. Alle Freiheiten, nein. Außen bleiben, mag ich ja nicht so. In die Mitte ziehen, finde ich besser. Anbieten, ausgewogen. So, bei ihm weiß ich jetzt noch nicht, wie er spielen soll. Junuzovic soll ein bisschen hinten bleiben. An den Strafraumrand. Und das soll auch so bleiben. So, hier stets überlaufen. Genau, und auch Zimmer stets überlaufen. Hinten bleiben, mit angreifen. Hinten bleiben, genau. Dann haben wir das schon mal hier. Wir bleiben jetzt erstmal auf Standardtaktik. Das werden wir erst beim nächsten Testspiel ändern, wenn wir mit der unzufrieden
Erdbeeren. So. Und das nächste Spiel machen wir dann, also das erste Testspiel machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüdelü. Schlecht gemacht, das ist schlecht gemacht. Oh, bester Mann. Und Adler. Bester Mann! Anschlusstreffer! Huhu!